Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Willkommen auf dem Catrice YouTube-Kanal. Ich bin Olesja vom YouTube-Kanal Olesjas Welt und ich zeige euch heute einen sehr, sehr schönen Make-up-Look, einen sommerlichen. Ich zeige euch, wie ich mein Holiday-Skin so mache, wie ich das schön bronzy und glowy mache und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich habe auf jeden Fall schon mal mein Gesicht vorbereitet, indem ich das natürlich gepflegt habe und ich trage die Energy Boost Hydrogel Eye Patches. Die haben nämlich Koffein und Ginseng hier drin und das wird auf jeden Fall meinen ganzen Look jetzt ein bisschen aufwecken, mich wacher machen. Ich habe gerade nämlich Montag früh und so starte ich meinen Tag und die Patches finde ich richtig, richtig gut. Ich werde heute Produkte benutzen, die natürlich neu im Sortiment sind. Ich werde auch eine neue Mascara benutzen, die auch im neuen Sortiment ist und bleiben wird. Und dann habe ich noch ein paar richtig tolle Produkte. Das werde ich heute nicht benutzen, aber ich möchte euch das unbedingt zeigen. Natural Tan Serum, das ist auch neu. Und am liebsten würde ich das benutzen, aber das soll man abends benutzen, denn das sind Selbstbräuner-Drops, was ich auch so cool finde. Das hat echt noch gefehlt im Sortiment. Und das sind Tropfen, die trägt man auch auf das gereinigte Gesicht und vor der Pflege. Also drei bis fünf Tropfen trägt man dann auf das Gesicht auf und danach die Pflege. Dann kann man das Ganze noch besser verteilen und dann hat es noch ein schöneres Finish. Muss man regelmäßig machen und irgendwann hat man eben diesen schönen Sommerglow und dann kann man wirklich einfach diese Sommerbräune und diese Frische einfach verlängern. Und das finde ich richtig cool. Ich werde das auf jeden Fall sehr, sehr gerne benutzen. Leider nur nicht in diesem Video. Was auf jeden Fall die Key-Produkte heute sein werden, sind diese Bronzer hier. Holiday Skin Luminous Bronzer mit Macadamiaöl. Und dann gibt es hier noch Holiday Skin Serum Bronzer mit Kokosnusswasser. Und das sind Produkte, die auf jeden Fall heute sehr herausstechen werden. Aber ich starte natürlich wie immer mit der Base. Und hier werde ich erstmal einen Primer benutzen. Das ist der Anti-Redness Serum Primer und der reduziert einfach Rötungen. Und ich brauche auf jeden Fall auch genauso einen Primer. Ich werde ihn einfach auf meine Hand auftragen und dann mit den Fingern im Gesicht verteilen. Diesen Serum Bronzer will ich jetzt natürlich mal ausprobieren, einmal swatchen. Ob das auch passen würde, wenn ich das mit in die Foundation einmische. Das ist ein bisschen zu dunkel, um es in die Foundation zu mischen. Aber ich werde es auf jeden Fall als ein Creme-Bronzer benutzen, weil ich einfach den Ton richtig cool finde. Ich bin super gespannt darauf sogar. Ich werde die True Skin Foundation benutzen in der Farbe Warm Beige, also die Nummer 20. Und die Foundation ist super schön. Also sie schenkt auch eine schöne Deckkraft, gleicht einfach den Ton so ein bisschen aus. Und das ist auf jeden Fall für mich eine schöne Base, um weiterzumachen. Ich werde dann natürlich auch einen Concealer benutzen, so wie immer. Ich benutze am liebsten den Liquid Camouflage Concealer von Catrice. Und ich benutze hier die Farbe Nummer 10 Porcelain. Der Concealer ist echt unschlagbar, muss man sagen. Der hat so eine mega gute Deckkraft und auch eben so einen highlightenden Effekt, ne? Weil ich auch so einen hellen Ton benutzt habe. Den werde ich auf jeden Fall einmal setten. Ich benutze hier einen Puder aus der Clean ID. Das ist das Mineral Matte Face Powder in der Nummer 10. Ich liebe das. Ich benutze das jeden Tag, weil ich eine trockene Haut habe. Und das settet auf jeden Fall, ohne noch mehr auszutrocknen. Und das liebe ich. Da ich das Ganze nur in meiner T-Zone gesettet habe, beziehungsweise da, wo ich meinen Concealer aufgetragen habe, kann ich jetzt locker hier noch den Bronzer auftragen. Und ich werde das erstmal mit so einem Pinsel machen, der nicht zu groß ist. Und dann blende ich das erstmal so ein bisschen auf meinem Handrücken aus. Taste mich langsam ran. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was für euch so ein Sommer-Make-up oder so ein Holiday-Skin ausmacht. Also was ist für euch ein Must-Have oder was macht ihr im Sommer anders mit eurem Make-up als im Winter zum Beispiel? Das würde mich mal interessieren. So, und mit diesem Pinsel blende ich das dann auch aus. Also bei so Creme, Bronzern und so weiter, dann mache ich das gerne mit so tupfenden Bewegungen, damit man nicht zu dolle rumschmiert, denn man hat ja schon Produkt drunter. Kann man natürlich auch wunderbar mit einem Schwämmchen machen. Hier ist es total typabhängig. Ich liebe Pinsel in jedem Fall, ob Puder oder Cremeprodukte. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur Gewöhnung, aber das ist absolut mein Ding. Und der Bronzer schaut wunderschön aus. Ich liebe gerade den Ton so gut und der ist auch so schön feuchtigkeitsspendend. Wisst ihr, der ist so schön so wässrig, eben Kokosnusswasser, ja, macht absolut Sinn. Aber trotzdem ist die Konsistenz gut
um richtig schön zu haften und das schön zu verteilen. Und schon, ganz ehrlich, schon habe ich ein Holiday Skin, oder? Sag mal. Das ist das, was das eben den sommerlichen Look ausmacht für mich, ne? Bronzer, dieser bronzige Look, dieses frische, bisschen leuchtende, glowy. Und Glow ist für mich zum Beispiel das, was ein Sommer-Make-up auf jeden Fall ausmacht. Dass die Haut so schön frisch ausschaut und so strahlt. Und das machen auf jeden Fall Creme-Produkte, das kann ich euch sagen. Also wenn ihr wirklich diesen super frischen, glowy, sommerlichen Look haben möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall cremige Produkte benutzen. Zum Beispiel diesen Serum-Bronzer. Und das eigentlich kann man das auch schon so lassen, weil das hat mein Gesicht super aufgefrischt, auch eine Form verliehen und das schaut voll schön aus. Auch konturiert irgendwie, ne? Also das ist so alles in einem. Ich werde aber trotzdem nochmal mit einem Bronzer drüber gehen, einfach weil ich Bronzer liebe. Und um das Ganze zu setten und länger haltbar zu machen, lohnt es sich immer nochmal mit einem Puder drüber zu gehen. Holiday Skin Luminous Bronzer mit Macadamia Öl habe ich das hier. Einmal in der Nummer 10 und einmal in der Nummer 20. Die Nummer 20 ist ein Ticken zu dunkel, deswegen werde ich mit der Nummer 10 weitermachen. Und ich gehe ganz leicht rein, klopfe ab und dann fokussiere ich mich mehr so auf den Rahmen sozusagen von meinem Gesicht. Und die Bronzer benutze ich auch schon länger, auch im Alltag, und die sind einfach nur schön. Der Ton ist so toll. Es macht keine Flecken, es ist super easy in der Anwendung. Einfach ein Must-Have. Und zum Thema Glow und Haltbarkeit, da ist natürlich auch wichtig, ein Setting Spray zu benutzen, um einfach das Ganze zu fixieren, festzuhalten und nochmal extra so ein bisschen Glow zu verleihen. Ich benutze ein Setting Spray, Catrice Hyaluronic Fixing Spray, 12 Hours Hydro Vegan, ohne Alkohol, ohne Silikone, Mikroplastik, Mineralöle und Parabene, also perfekt. Und das sprühe ich mir einfach auf das ganze Gesicht einmal. Okay, wichtig ist, also es schaut jetzt nass aus, es trocknet und dann ist es nicht mehr so nass. Es ist nur jetzt gerade so, aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, macht das schön weit weg, damit ihr auch nicht solche Tropfen oder sowas habt, ne? Sondern damit der Nebel so ein bisschen, oder damit der Sprüher so ein bisschen gleichmäßiger drauf gehen kann. Und in der Zeit, wo es trocknet, werde ich einfach mal meine Augenbrauen machen. Ich werde hier zwei Produkte benutzen, die auch neu sind im Sortiment. Und zwar einmal Catrice 72 Hours Natural Brow. Also, wow, das 72 Stunden ist lang. Das ist ein Augenbrauenstift, also mit dem könnt ihr eure Augenbrauenhärchen auffüllen. Und das hat so eine Spitze, so ein bisschen wie ein Eyeliner, aber das funktioniert wunderbar. Das habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert und benutzt. Das funktioniert richtig gut. Ich benutze die Farbe Medium Brown. Und dann habe ich noch einen aus der Clean ID Hydro Brow Fixing Gel. Und Clean ID bedeutet, hier ist wieder sind wieder keine Silikone, Mineralöle, Mikroplastik und so weiter drin. Und das werde ich in der Kombination benutzen. Normalerweise, wenn ich einen Stift benutze, dann kämme ich die Härchen erstmal runter, fülle sie auf, kämme hoch, fülle sie auf. Aber in dem Fall, weil es ja auch so ein natürlicherer Look sein sollte, werde ich erst das Augenbrauengel nehmen und die Haare erstmal in Form kämmen und dann einfach mit diesem Stift auffüllen. Easy einmal auffüllen. Das gibt halt auch diesen natürlichen Look, weil man damit wie Härchen nachzeichnet sozusagen. Und damit kann man die Augenbrauen auch sehr schön auffüllen. Und als Lidschatten werde ich jetzt auch nichts Wildes machen, weil hier soll es heute mehr um die Haut gehen. Holiday Skin, dieser bronzy, glowy Look. Und deshalb werde ich einfach einen Bronzer nehmen, den dunklen. Den werde ich als Lidschatten benutzen. Ich trage den einfach auf dem beweglichen Lid auf und auch auf der Lidfalte. Und der ist einfach so gut pigmentiert, dass er auch wunderschön als Lidschatten funktioniert. Guck mal, wie toll das aussieht. Das betont richtig so meine blauen Augen. Und das ist aber auch nicht zu hart. Das harmoniert total auch mit dem Bronzer, den ich auf meinen Wangen trage. Also Bronzer als Lidschatten im Alltag ist einfach wahnsinnig schön. Ich mache das auch sehr, sehr oft, auch wenn ich es eilig habe oder eben wenn ich so einen natürlicheren Look haben möchte, dann benutze ich immer meinen Bronzer als Lidschatten. Es schaut immer gut aus. So, und wenn ihr zum Beispiel sagt,
irgendwie fehlt mir hier noch was. Wobei ich finde das zum Beispiel perfekt, ne? Schon so für einen Sommeralltagslook ist es schon richtig schön. Aber falls ihr so ein bisschen gerne mehr Pep hättet oder falls ihr aus diesem Look einen Abendlook auch machen möchtet, dann kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Das ist so easy, das kriegt wirklich jeder hin. Ihr nehmt so einen funkelnden Lidschatten, der ist hier neu, wie man sehen kann. Und das ist einmal Art Couleur Eyeshadow in der Farbe 360 Golden Leaf. Und der ist eben Gold, hat aber auch so ein wie so ein grünliches Finish. Und ich mache das einmal auf meinen Ringfinger. Es hat eine mega schöne Pigmentierung. Und dann tupfe ich das so ein bisschen in der Mitte von meinem beweglichen Augenlid auf. Muss gar nicht überall sein. Könnt ihr natürlich selber entscheiden. Könnt auch überall das nochmal auftragen, auf dem ganzen beweglichen Augenlid. Aber ich gebe das wirklich jetzt erstmal nur in der Mitte auf. Das sieht jetzt gerade vielleicht noch irgendwie, denkt man sich so, was? Nur in der Mitte? Irgendwie fehlt doch irgendwo was. Aber glaubt mir, wenn ihr jetzt noch Mascara auftragt, dann sieht es insgesamt super stimmig aus. Und mit diesem leichten Funkeln und Glitzer habt ihr nochmal den Look besonderer gemacht. Aber, wenn wir ehrlich sind, der Aufwand war jetzt nicht monströs. Super easy, kriegt wirklich jeder hin. Dann fehlt uns eigentlich nur noch die Mascara. Ich benutze die Lash Changer Volume Mascara in Waterproof, in wasserfest, was natürlich auch zu einem Holiday Make-up sehr, sehr gut passt. Falls man auch zum Beispiel mal nur Mascara trägt, ne, so einen ganz minimalen Look für zum Rausgehen, irgendwie vielleicht sogar ins Schwimmbad oder so, ne, bei heißen Tagen, einfach damit nichts läuft oder sich verteilt oder verschmiert. Dann lohnt sich eine wasserfeste Mascara immer. Und das ist jetzt so eine neue bei Catrice. Wow. Not bad. Tolles Volumen und Fülle und Länge. Richtig, richtig schön. Ich werde aber auf jeden Fall zwei Schichten machen, weil ich das immer mache. Und weil die Wimpern dann nochmal voller aussehen und ausdrucksstärker. Und übrigens, was ich euch auch bestätigen kann, ich bin eigentlich kein Freund, zwei Schichten, wow. Ich bin eigentlich kein Fan von wasserfesten Mascaras, weil die eben meistens so schlecht abgehen. Aber die ging ohne Probleme ab. Ich musste gar nicht so feste dran rubbeln und das habe ich eigentlich auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Und das war es dann auch schon. Mascara macht immer. Oh. Und Mascara macht immer so viel aus. Ich bin total immer geflasht, wie der Look einfach dann komplett ausschaut. Natürlich fehlen jetzt nur noch die Lippen. Ich benutze einen Lip Liner. Das ist der Plumping Lip Liner in der Farbe Staring Roll. Und das ist auch aktuell privat im Alltag seit einem Monat mein allerliebster Lip Liner. Der hat gerade diese Farbe Staring Roll ist einfach so ein perfekter Ton für den Sommer, für den Trend aktuell, ne? Für diese bräunlichere Nude-Lippe, mit der man auch vielleicht wo man vielleicht auch gerne mal so einen Ombre-Look macht. Perfekter Ton. Und ich habe noch ein Lipbalm drauf gehabt hier, Lip Cushion, ebenfalls von Catrice. Und da lässt sich der Lip Liner auch so schön ausblenden. Ne? Dann sieht das fast aus wie ein Lippenstift ein bisschen. Und that's it. Ich würde das dann auch so lassen, damit eben die Aufmerksamkeit mehr bei diesem bronzy Look bleibt und nicht zu doll auf den Lippen oder auf den Augen. Aber trotzdem finde ich, es ist ein sehr stimmiger Look geworden. Ich fühle mich total wohl damit. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, ob euch der Look gefällt, was ihr so vom neuen Sortiment haltet, ob euch die Produkte auch überzeugen, so wie mich. Und gebt diesem Video auch sehr gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert auch den Catrice YouTube-Kanal. Hier gibt es super, super viele schöne Videos schon, auch von anderen YouTubern. Schaue ich mir auch alle regelmäßig immer an. Und es kommen auch regelmäßig neue Videos, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, hier dran zu bleiben. Ich danke euch sehr fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao!